Herzlich willkommen euch allen an diesem adventlichen Abend. Egal von wo ihr uns zuschaut, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir wünschen allen in dieser seltsamen Zeit, in der so vieles nicht möglich ist, von Herzen eine besinnliche und ruhige Adventszeit. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Kommt doch rein. Gott weiß den Weg, Gott weiß wohin. Wir folgen seinen Spuren Schritt für Schritt. Gott reist mit uns, Gott reist uns mit auf dem Weg, den vor uns Adolf Kolping geht. Wege fordern Bewegung, machen uns Beine, sind ausgetreten oder neu. Sie führen uns zu vertrauten Plätzen oder ins Ungewisse. Sie machen Hoffnung, bergen Spannung. Wege verzweigen sich in Auswege, Umwege, Irrwege, gerade oder verschlungene Wege. Am Ziel jedoch solltest du sagen können: I did it my way. Den ersten Schritt zu wagen auf einem weiten Weg, das fällt nicht leicht, wenn niemand hier sich regt. Dem Ziel die Treue halten, dabei nicht den Mut verlieren. So leben wir den Glauben, der bewegt. Gott weiß den Weg, Gott weiß wohin. Wir folgen seinen Spuren Schritt für Schritt. Gott reist mit uns, Gott reist uns mit auf dem Weg, den vor uns Adolf Kolping geht. Die vier Kerzen. Am Adventskranz brannten vier Kerzen. Draußen lag Schnee und es war ganz still. So still, dass man hören konnte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht gibt Sicherheit. Doch auf der Welt gibt es so viele Kriege. Die Menschen wollen mich nicht. Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verglomm schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glauben, aber ich fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Was macht es für einen Sinn, ob ich brenne oder nicht? Ein Luftzug wehte durch den Raum. Und die zweite Kerze verlosch. Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Mir fehlt die Kraft, weiter zu brennen. Egoismus beherrscht die Welt. Die Menschen sehen nur sich selbst und sie sind nicht bereit, einander glücklich zu machen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind ins Zimmer. Erstaunt schaute es die Kerzen an und sagte: Warum brennt ihr nicht? Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Betrübt ließ es den Blick über die drei verloschenen Kerzen schweifen. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Sei nicht traurig, mein Kind. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze
und erweckte Frieden, Glauben und Liebe wieder zum Leben. Den nächsten Schritt zu wagen auf diesem weiten Weg ist schwierig, weil aus Not sich niemand regt. Doch unsere Augen sehen, was die Zeit von uns verlangt, weil sich durch unser Tun etwas bewegt. Gott weiß den Weg, Gott weiß wohin. Wir folgen seinen Spuren Schritt für Schritt. Gott reist mit uns, Gott reist uns mit auf dem Weg, den vor uns Adolf Kolping ging. Auf dem Weg. Ich wünsche dir, dass du immer wohlbehalten dein Ziel erreichst. Vor allem aber wünsche ich dir, dass du den Weg dorthin genießen kannst, dass du staunen kannst über all das Neue, dass du dich freuen kannst über all die Begegnungen und Entdeckungen, die du unterwegs machen wirst. Noch einen Schritt zu wagen auf diesem langen Weg erfordert Kraft, wo keinen etwas regt. Um Menschen zu gewinnen, geben wir das Herz als Pfand, damit unsere Gemeinschaft sich bewegt. Gott weiß den Weg, Gott weiß wohin, wir folgen seinen Spuren Schritt für Schritt. Gott reist mit uns, Gott reist uns mit auf dem Weg, den vor uns Adolf Kolping ging. Schön, dass ihr da wart. Vergesst das Licht nicht. Und bleib gesund. Gott lasse dich eine gesegnete Adventszeit erleben. Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich im Advent auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung. Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der kommenden heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden. Das wünschen wir dir an diesem Abend. Und so segne uns Gott, der für uns wie eine gute Mutter und ein sorgender Vater ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Macht euch auf, geschwind, das ist die Nacht der Nächte. Für alle Zeit, es ist die Zeit der Zeiten. Sei dir bereit, Gott will zu uns kommen, im kleinen Kind. Macht euch auf, geschwind.